HR4, die Hessenschau für Nord- und Osthessen. Hier ist das Studio Fulda. Guten Tag, ich bin Alina Schaller. Die Inzidenzzahlen steigen seit Wochen täglich auf neue Rekordwerte, auch in Hessen. Der Werra-Meißner-Kreis hat jetzt als erstes reagiert und beschlossen, dass alle Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Unser Reporter in Nordhessen ist Jürgen Jenauer. Jürgen, wie kam es denn dazu? Ja, das liegt einfach an den sehr beunruhigenden Zahlen. Die Inzidenz steht im Werra-Meißner-Kreis bei 214,9 und hat sich in den letzten 14 Tagen damit also wirklich fast nahezu verdoppelt. Und da hat man dringenden Handlungsbedarf gesehen und bei solchen Zahlen einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, da dachten sich wohl alle, das ist keine gute Idee. Ich habe vorher mit dem Kreissprecher geredet, der sagte mir, das war ein sehr einmütiger Beschluss der Kreisspitze und der Bürgermeister der 16 Kommunen. Also die sind auch alle größtenteils selbst Veranstalter dieser Weihnachtsmärkte. Da wird gar nichts stattfinden und die Kommunen haben auch inzwischen fast alle schon alles abgesagt. Das Gesundheitsamt hatte diese Runde aus Kreisspitze und Bürgermeistern dazu noch beraten und am Ende gab es keine zwei Meinungen. Glühwein trinken im Werra-Meißner-Kreis fällt dieses Jahr definitiv aus. Heute Nacht sind unbekannte Täter in eine Wohnung in Fritzlar eingebrochen und haben einen 19-Jährigen ausgeraubt. Sie haben die Wohnungstür mit Gewalt aufgebrochen, sind direkt in das Zimmer des 19-Jährigen, haben ihn verprügelt und haben Geld verlangt. Die Mutter, die vom Lärm wach wird und nachschaut, was los ist, bedrohen sie mit einer Waffe. Mit mehreren hundert Euro verschwinden die beiden Männer. Der 19-Jährige kommt mit Prellungen und Hämatomen ins Krankenhaus. Interviews führen wie ein Profi, das lernen heute Schüler der Freiherr-von-Stein-Schule in Immhausen. Unser HR4-Reporter Carsten Gulke ist mit dabei gewesen. Carsten, was steckt denn hinter dieser Idee? Die Aktion ist Bestandteil des bundesweiten Medientages der ARD für junge Menschen. In 17 verschiedenen Schulen Hessens werden deshalb heute Medienprofis sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe stellen und ihnen so einen Einblick in die Arbeit von Medien geben. Dabei werden auch Fragen des Umgangs mit Informationen, das Entdecken von Fake News, die kritische Nutzung des Internets wichtige Themen sein. Die werden dann auch für alle Schüler über die praktischen Übungen hinaus im Internet nachvollziehbar sein. Unser Wetter in Nord- und Osthessen. Sonne und Wolken im Mix, so schaut's heute aus. Dazu in Nieste 8 und in Mücke 7 Grad. Am Abend und in der Nacht bleibt es bedeckt und so geht's auch morgen weiter.